Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Jungfrauen, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurem Zwischenimpuls für April 2024. Wir alle, die Jungfrau als Standzeichen im Mond, Venus oder Aszendent haben. Wie immer ist es eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein. Diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist am Start und wir legen heute mit dem Crowley-Tarot, Erat Aliquando, dem Leinart-Lenormand von mir und natürlich gibt's eine Faul-Rune mit dazu, liebe Jungfrau. Und schon legen wir los. Schauen wir mal. Was ist denn gerade bei den Jungfrauen für eine Energie im Feld? So, was haben wir denn da für die Jungfrauen? Welche Energie ist da im Feld? Herzschmerze. Drei der Schwerter. Liebe Jungfrauen, keine so schöne Energie. Die Drei der Schwerter ist der Herzschmerz. Das ist der Liebeskummer, das ist der, ja, nicht so eine schöne Energie. Wir sehen Herzeleid bei euch und wir sehen mit der verdeckten Energie der Sieben der Münzen das Thema, ja, des Verlustes auch, des Fehlers hier im Feld. Ne? Die Sieben der Münzen ist eine klassische Geduldskarte. Und darunter liegt die Zwei der Kelche. Also ihr habt vielleicht hier sehr lange, sehr geduldig versucht, eine Art Fülle, eine Art Balance hinzubekommen für die Liebe. Und irgendwie ist es hier jetzt zu einem Ereignis gekommen, das zu Herzeleid bei euch führt. Nicht so schön, meine Lieben. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando ergänzt. Wir sehen auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen Herzenssorgen habt, dass ihr da einfach ja mit nicht so schönen Gefühlen gerade konfrontiert seid. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando ergänzt für die Jungfrau. Was haben wir denn da gerade im Feld? Eine haben wir schon. Wir haben die Maus, wir haben die Schnecke. So, das sind jetzt zu viele. Wir nehmen den Goldfisch, der hat sich umgedreht. Alte Pfade, neue Wege. Und die Geduld. Okay, jetzt schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt. Und dann gehe ich für euch in die Deutung. Wir haben den Brief und das Schiff. Okay. Also, aktuell sehen wir ein bisschen Herzschmerzenergie. Und es kann wirklich sein, mit der verdeckten Energie der Sieben der Münzen und der Zwei der Kelche, ist das vielleicht wirklich etwas, wo ihr lange Zeit wirklich geduldig versucht habt, eine wertschätzende Verbindung auf Augenhöhe zu erreichen. Und das sehe ich auch hier wieder liegen mit der Spiegelung der Maus auf die Geduld. Ihr wart hier sehr geduldig, ihr wart hier mit der Maus. Na, die Maus ist ja eigentlich eine schöne Karte im Erat Aliquando. Die findet immer einen Weg, die hat einen Dietrich, die kann Türen öffnen oder schließen. Also die Maus weiß einfach, ne, die findet Lösungen. Und ihr habt hier wirklich geduldig vielleicht wenn nach Lösungen geschaut und habt hier immer wieder Angebote gemacht. Ich sehe hier so ein Bemühen, einen Weg zu finden. Ja, und das sagt mir auch die nächste Spiegelung, ne? Die Schnecke auf alte Pfade, neue Wege. Wir sehen hier mit der Schnecke, das weiß ich jetzt nicht, ob das eure Energie ist oder eben euer Gegenüber. Die Schnecke ist eine langsame Energie, die sich auch immer wieder mal in sich selbst zurückzieht. Und
Man hat hier, wie gesagt, immer wieder versucht, alte Pfade, neue Wege zu finden, die alten Pfade zu verlassen, neue Möglichkeiten auszuprobieren. Aber irgendwie ist das alles so mit dem Goldfisch nie so, es war immer verschwommen, es war verschleiert, es war unklar, es war, ja, es war wie wenn ihr zwei verschiedene Sprachen vielleicht gesprochen hättet, ne? Das, was du kommuniziert hast, hat der andere gar nicht so verstehen können. Und umgekehrt, was der andere dir gesagt hat, kam vielleicht bei dir nicht so an, wie es von deinem Gegenüber gemeint war. Also ich sehe hier auf jeden Fall, von deiner Seite auf jeden Fall ein Bemühen, hier eine Veränderung herbeizuführen. Das hat aber aktuell wohl nicht funktioniert, ja, weil sonst hätten wir hier nicht die drei Schwerter mit dem Hatzeschmatz. Und du bist hier jetzt auch wirklich so geduldig zu schauen, okay, wie gehe ich denn jetzt meinen Weg weiter, ne? Wie finde ich denn jetzt einen Weg? Und du lässt dir da auch Zeit damit. Ja, und wir sehen, dass du ganz viel mit dem Brief und dem Schiff. Also zum einen ist es vielleicht so, dass du wirklich Sehnsucht hast, ne? Das Schiff steht auch für Sehnsüchte. Vielleicht wartest du ja sehnsuchtsvoll auf eine Nachricht von deinem Gegenüber oder von dem betreffenden Menschen. Vielleicht ist es auch die andere Deutung, dass du hier wirklich sehr intensiv in eine Art Seelenkommunikation gehst. Was möchtest du für dich jetzt? Was sind deine Sehnsüchte, Träume, Wünsche? Ja, und dass du hier eben schaust, in dieser Richtung zu kommunizieren. Also, verdeckte Energie, wir sehen, Geduld ist gefragt, ja, hier wirken alle Kräfte. Und es gibt hier schon kleine Schritte Richtung Neuanfang. Aber hier wirken eben noch alle Kräfte. Das Ganze braucht Zeit. Mit der 2 der Kelche als verdeckte Energie unter den 7 Münzen, ne, sehen wir schon, du hast es hier wahrscheinlich mit einer Art Seelenverbindung zu tun, weil 2 der Kelche ist schon so eine Seelenpartnerkarte. Also es kann schon sein, dass hier, ja, nach einer gewissen Zeit, die Geduld erfordert, dass hier wieder eine Annäherung möglich ist. Hier wirken gerade alle Kräfte. Und die Frage ist eben auch, liebe Jungfrau, wie richtest du dich denn aus in dieser Verbindung? Ja, also wenn du hier deine Seelenkommunikation hier gerade am Laufen hast oder sehnsuchtsvoll auf Nachrichten wartest, dann lausche vielleicht auch in dich hinein. Was wünscht sich denn deine Seele und du, was wünscht ihr euch wirklich? Ja, das kann hier ein wichtiger Hinweis für dich sein. So, und welche Rune begleitet die Jungfrauen? Was haben wir da? Achte auf die Zeichen, Ansus. Ansus, das ist Odins Rune. Ja, das ist der Vogel im Flug. Und die Ansus steht für die Macht des gesprochenen Wortes. Worte haben Macht. Die Ansus ruft dich immer auf Zeichen zu achten. Achte auf deine Träume, auf Federn auf deinem Weg. Achte auf Synchronizitäten, Zeichen, ne? Also sei hier einfach wirklich wachsam. Und die Ansus fordert immer auf, klar zu kommunizieren. Ja, also klar in deiner Kommunikation zu sein, lichtvoll in deiner Kommunikation zu sein. Und sie ist eine klassische Kommunikationsrune. Du wartest hier ja scheinbar auch auf Briefe und Kommunikation. Oder vielleicht schickt dir auch die Schöpfung Seelenbotschaften. Ja, dann wäre das mit der Ansus hier. Achte auf Zeichen. Und die Ansus als Kommunikationsrune ruft eben nicht nur dazu auf, dass du klar kommunizieren solltest, sondern dass eben zu guter Kommunikation auch Hinhören dazugehört. Also wirklich mit dem Herzen hinzuhören, was sagt mir denn der Mensch, der mir hier gegenüber sitzt. Ja, also nicht in Gedanken schon die Antwort formulieren, das wäre dann nicht hinhören, das wäre, ich bereite meine Antwort vor. Ja, gute Kommunikation heißt, sprich deine Wahrheit, sprich aus dem Herzen und höre dem anderen auch mit deinem Herzen und deiner Präsenz zu. Okay,
Das war euer Zwischenimpuls, liebe Jungfrauen. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Habt eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.